Der Leistungsort ist also der Ort, an dem der Schuldner sein, als die Schuld entstand, seinen Wohnsitz hatte. So muss man es genau lesen. Es kann sein, dass der umgezogen ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Schuld entstanden ist, seinen Wohnsitz hatte. Das ist aber nur die gesetzliche Regelung. Das heißt, das Gesetz unterstellt eine Hohlschuld. Eine Hohlschuld. Wenn der Leistungsort der Wohnsitz des Schuldners ist, dann heißt das faktisch, dass der Gläubiger sich die Schuld am Wohnsitz des Schuldners holen muss. Ja? Aber diese Regelung ist ja nur ein juristisches Auffangbecken. Das heißt, für das zweite Buch gilt, regelt es doch im Vertrag. Nur wenn im Vertrag nichts steht, dann kommt das Gesetz als Auffangregelung, damit das nicht ins Bodenlose fällt, damit man sagt, wir haben eine Regelung, nämlich die gesetzliche. Wenn die vertraglich nicht da ist, dann gilt die gesetzliche. Und die gesetzliche sagt, Wohnsitz des Schuldners. Das heißt, grundsätzlich geht das Gesetz von einer Hohlschuld aus. Aber, direkt notieren unten drunter, beachte, Geldschulden sind Schickschulden. Hier ist die Ausnahme. Geldschulden sind Schickschulden, Paragraph 270, also einen danach. Der kluge Jurist liest immer noch ein bisschen weiter, haben wir vorhin uns schon klar gemacht. Geldschulden sind Schickschulden. Das heißt, die hat der Schuldner auf seine Verantwortung, dem Gläubiger zu schicken. Und wo wir gerade da sind, wir unterscheiden die Hohlschulden, die Bringschulden und die Schickschulden. Was ist der Unterschied? Hohlschuld bedeutet, der Gläubiger muss holen. Bringschuld bedeutet, der Schuldner muss bringen. Und Schickschuld bedeutet, der Schuldner kann jemand anders beauftragen. Das ist der Unterschied zwischen Bring- und Schickschuld. Bringschuld heißt, er muss selber bringen. Schickschuld heißt, er kann jemand anders beauftragen. Ja, in dem Fall würden wir das heute machen, per Banküberweisung. Das ist ein sicherer Weg. Wenn wir diskreieren jetzt mal alle Banken. Ja, es gibt keine Banken mehr. Und ich schulde jemandem Geld, der irgendwo da in Schleswig-Holstein ist. Und ich beauftrage Sie, sagen wir hier, nehmen Sie die 1000 Euro, bringen Sie die dem. Und Sie werden jetzt unterwegs bestohlen oder ausgeraubt. Dann ist das mein Problem. Ja, dann ist das mein Problem. Dann kann ich nicht sagen, lieber Gläubiger, dort in Schleswig-Holstein, ich habe alles getan, ich habe hier das Geld gegeben und der ist nur leider ausgeraubt worden. Dann sagt der Gläubiger, ist das mein Problem. Ja, das bedeutet Schickschuld. Heute ist das entschärft. Ja, wir machen eine Banküberweisung und wenn wir in der Lage sind, da so ein paar Zahlen richtig in bestimmte Kästchen zu setzen, dann funktioniert das schon. Ja, aber früher, als das alles noch nicht gab, ja, und man da jemand wirklich auf den Weg bringen musste, dann war das schwieriger. Online-Banking gab es zur Zeit, als das BGB in Kraft trat, gab es noch nicht. Ja, also das. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.